Hallo Leute, willkommen zurück bei Super Mario World und ich darf spielen, weil Geld scheiße ist. So. Ach, jetzt bin ich scheiße und nicht doof, sondern scheiße. Ja, jetzt bist du schon alles. Oh, wird ja mal besser, ich kriege eine Beförderung. So. Ach ja. Jetzt müssen wir erstmal noch die Yoshi-Coins hier finden. Und durchspielen, oder? Durchspielen müssen wir es auch noch, den normalen Exit. Aber lief nicht irgendeiner so im Kreis? Aber wir wollen ja alles machen. Also. Wir machen ja eh alles. Ja. Von daher. Ah, du schaffst das. Ohne Feuer. Natürlich schaffe ich das. Deshalb, Big Escape ist so mächtig. Also, oh Gott. Oh. Wie willst du das schaffen? Ich weiß es nicht, ich probiere es jetzt irgendwie. Ah. Okay, hat keinen Sinn. Hat keinen Sinn so. Scheiße. Nee, ganz ehrlich, wie soll man das schaffen? Man müsste das Ding mit dem Throw-Block da abwerfen. Das kann man damit töten. Das ja. Schön. Das hätte dann funktioniert. Ich mag die an echt auch nicht, diese komischen Igel da, diese. Die ist noch toll. Ja, ich will eben Wasser immer. So, sind die nicht giftig oder so? Ja, und? Du musst da nicht reinlaufen da. Du kannst doch essen. Du sollst nicht reinfassen, aber essen. Das ist natürlich sehr gut. Guter Tipp von Onkel Freaky. Wenn ihr irgendwas seht. Immer mir vertrauen, ganz wichtig. Ja. Ein Pilz ist am leckersten, hat er so gepunkt, ist er gepunktet. Genau, wenn er unten gepunktet ist, dann ist der Pilz am besten. Dann ist er richtig reif erst. Und unreif sind diese ekligen Braunen, nicht holen. Da musst du den zweiten oder so, den dritten oder sowas anhauen, um Leben zu bekommen. Aber nur den dritten, glaube ich. Dritte. Auch willst du das Leben nicht? Was für ein Leben? Ach, hier. Ach so, ja. Hier. Ja, stimmt. Hier gibt's ein yes. Leben, ne? Ja, ja. Und nicht voll, nach oben. Gerade voll nicht dran gedacht, ey. Geld ist so toll. Wie viel 34 Leben habe. Ich hab dir ein Leben geschenkt. Wie ich 34 Stück davon habe jetzt. Weil du mir welche geklaut hast. Ich brauch's dafür gar nicht. Bin nicht so schlecht wie du. Weil du mir welche geklaut hast. Ich hab dir gar nicht welche geklaut. Ich bin gar nicht schlecht, ich bin nur nicht so gut. Das ist ein Unterschied, glaube ich. Du bist... Guck mal, hast gesehen? Aber nicht beide. Du siehst, du bist gut, aber nicht wirklich super. Doch, ich bin mega geil. Sonst hättest du beide getroffen mit einem Stein, wenn das überhaupt geht. Ich bin mega geil. Du bist mega geil. Ich weiß nicht, ob das so hinkommt, wenn man es von sich selbst sagt halt. Ne? Das ist es eben. Ob das dann... Sag mal, ist ja auch eine Yoshi-Münze gewesen, ne? Nein. Gut. Oh, jetzt musst du dich aber beeilen. Jetzt mal schneller. Jetzt geh mal nach rechts und nicht treffen lassen und hol diese Yoshi-Münze. Ah, oh, ist das schön, wenn man es selbst auch mal machen kann. Jetzt stirb mal nicht. Sterbe da niemals. Kannst auch noch ein Leben holen, wenn du jetzt... Das war knapp. Der war sehr knapp. Und drei Leben. Ja, überleg mal, wie gut das ist, ja, ey. Super. Das schafft dich jeder. Das war aber sehr Blinde knapp doch. Oder handlose schaffen das? Das muss man jetzt mal sagen, das war doch sehr knapp. Ja, aber du hast ja alles eingesammelt und das normale Extra. Wir müssen also noch nie wieder rein. Ja, Yippie. Super. Du kannst in das Geisterhaus gehen, bitte. Das müssen wir, ich würde sagen, das machen wir zuerst. War das gut oder schlecht oder schwer? Es geht. Na, ich soll ja aufhören, Luigi fertig zu machen. Luigi ist hübsch und toll. Nein, mach Luigi fertig. Toll. Der ist so, der kann jede Frau beglücken und ist intelligent. Er tut nur immer so, um deine Feinde zu verwirren. Luigi, fuck yeah. So, jetzt sind alle wieder glücklich. Yay. Wow. Geld ist Mainstream. Ich unterwerfe mich da den Gruppenzwang. Ja, und das machen die Leute in der Mainstream. Leute. Darum ist er Yoshi. Ich hab jetzt Hater bekommen. Wie? Das ist total neue Erfahrung. Hast du da nicht richtig einen Hater gekriegt oder was? Weil du sagtest, du magst Luigi nicht. Nee, Hater nicht. Nee, bei Luigi war das eher so, wieso magst du nicht und so. Aber irgendwie war mal unter einem der letzten Videos, dass ich nicht mehr mitmachen soll. Das, was ich vorher gesagt habe. Aber naja. So, okay. Nimm den Peacewitch mit, den du gleich kriegen wirst. Und nur die Yoshi-Münze. Oh, ist das schön, wenn man das auch mal machen kann. Scheiße! Du bist so schlecht, weißt du das eigentlich? Wie hättest du das denn gemacht? Gar nicht. Okay, damit. Nimm den Peacewitch da. Genau, da rein. Und jetzt drück ihn da. Jetzt drück ihn hier. Schnell, mach. Jetzt da rein. Ist ja gut. Ganz so, jetzt gut. Geh nach links und hol die letzte Yoshi-Münze noch. Und dann an die rechte hier, ne? Rechte, ne? Dann, ich weiß nicht, in welche Tür. Auf jeden Fall in eine Tür. Ich glaube, die rechte war die richtige. Wow! So. Ja, es gibt ja keine falsche. Es gibt ja eine für Normal und eine für Secret Exit hier oben. Ach so, wir müssen beide machen, ne? Ja, ja. Ach ja, oh, okay, dann nehme ich immer die. Welche Exit das war, weiß ich nicht. Ah, aber... shit. Ja, merken Sie einfach, die rechte bin ich gegangen. Fertig!
Ich habe meinen Zauber okay, so weit. Okay, so toll. Ja, jetzt hab ich nochmal was geschafft. Naja. Das war der richtige, der Siegwechsel, glaube ich. Wie geht's eigentlich mit der Latenz? Also bei mir ging es einigermaßen jetzt. Bei mir ist fast gar keine Latenz oder sowas. Ja. Bei mir funktioniert wow. Nicht erst rein. Dann mache ich mal das Normal Exit jetzt hier. Da dürfen wir eigentlich einfach nur straight nach unten gehen oder so. Voll langweilig, ja. Voll die Verarsche. Richtig scheiße, ey. Aber ob wir auch so werden, wenn wir sterben? So welche Geister, die gerne die Lebenden verarschen? Ich meine, die Lebenden haben es doch schon schwer. Okay, die Geister haben es aber vielleicht noch schwerer. Das könnte sein. Geister müssen doch die ganze Zeit einfach nur rumgeistern. Ja, die haben nichts zu tun. Die können nicht mal, guck mal, mit ihren Durchlässigkeit können sie nicht mal Videospiele spielen. So cool wie alle. Können also keine Let's Plays machen. Nee, warte, das ist Schwachsinn. Weil welche. Du musst den gleichen Weg gehen. Nee, da oben ist ja gar keine Tür mehr, sehe ich gerade. Doch, ganz links. Ganz links? Ja. Das weiß ich noch. Du musst jetzt den gleichen Weg gehen und dann ganz links die Tür nehmen. Das müsste der normale Ausgang sein. Okay. Also musst du genau das gleiche schaffen. Ja, jetzt wüsste ich aber gern, wie du dir die Yoshi-Münze geholt hättest. Aber indem man schnell ist. Ja, deshalb frage ich mich ja, wie du es gemacht hättest. Wie warst du? Hier, so hätte ich das gemacht. Guck. Ja, hast du aber Glück, dass da gerade keine. Ja, schon gut. Wie warst du eigentlich so bei diesen Schulen? Wie heißen die nochmal, diese Sportfeste? Sportfesten in Schulen? Ja, ich hab mich vor allem gedrückt und immer nur diese Spaßaktionen gemacht, damit ich mich vor der ganzen Klasse nicht zum Löffel mache. Achso. Ja, später bin ich auch nicht mehr hingegangen, hatte ich keinen Bock mehr. Aber am Anfang habe ich noch mitgemacht. Yay! Why? Ich habe keinen Bock auf das scheiß Bonusspiel, das pisst mich voll an. Achso. Warum bist du einfach durchgelaufen, als er oben war? Weil ich es kann. Ah, weil du fliegen kannst. Richtig. Kann ich auch mit dem Cape fliegen? So, hä? Dammit. War das dann vielleicht unten? Bei dem das war unten, auf jeden Fall war das normale Exit, das falsche. Du bist dran. Ja. Bin ich mal gespannt, was auf mich zukommt. Lakito-Level, das weiß ich noch. Oh, mit seinem tollen Leben. Aber immer noch besser als der Geist. Warte, war hier vielleicht was? Bestimmt. Nein. Ich will den mich töten. Das finde ich toll, dass man den wenigstens so weg... Nimm den Koopa-Ding und wirf nach oben. Ah, oh, bist du schlecht. Ich weiß. Oder spring drauf. Ah. Ja, oder spring ins Loch. Das ist auch eine Möglichkeit. Ach, Lakito macht mich nervös. Aber ich habe ja so viele Leben. Wie viel hast du denn? Was so 48. Ich hätte mehr, hätte es mir nicht welche geklaut. Muss mir mal Kohle einschenken. Ich hab dir gar keine geklaut. Hast du mir die wieder gegeben? Sehr gut! Sein. Ich will halt alle Dinge aber nicht haben, diese olle Wolke. Ich brauch sie nicht. Jetzt hast du aber niemanden, der die Kamera hält. Ja, brauch ja nicht. Ist ja Schwachsinn. Warum? Hättest du von allen Seiten. Multi-Camera-Angle hier, Mario. Ich will sowas aber nicht haben. Ich bin nicht so schlecht, wie du, der sowas braucht, ey. Du bist einfach konservativ und hast alles Neue. Ey, ja, ich bleibe... 2D, ey, ist so für Loser und so. Ich bleibe gern bei dem, was ich so hab und ich brauche nicht das ganze neue Zeug. Klar. Yay, bitte. Das will ich von dir nochmal hören, wenn die, wenn bestimmte neue Spiele rauskommen. So, die ganzen... Ich glaube, hier oben ist das Secret Exit in der Röhre. Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube schon. Ja, das kannst du ja sonst gleich machen. Ah, okay. Probier's wenigstens. Oh, fuck, das wusste ich nicht. Aber hier könnte eventuell die Münze sein, eventuell. Ja, die vierte. Sonst ist es ja wirklich nur doof. Nicht mal viele Münzen an sich. What? Was ist das denn? Das sagt. Jetzt komme ich einfach nur hier wieder irgendwo. Das ist toll. Ja, du kommst halt wieder nach links. jetzt hättest du das nutzen können, um die... Ach, keine Ahnung. Könnte man machen, stimmt. So die Mittelröhre war das hier eben gerade, wo ich rein bin, ne? Naja. Ach, du Scheiße. Hättest es benutzen können, um dann... ich glaube, da oben musst du irgendwie hin, ne? Nö. Für ist was? Da keine, für eine Yoshi-Münze. Was soll da oben sein? Nö, warte, ist da Dinge jetzt einfach, töten jetzt sah hier. Einfach so aus. Sah einfach ein bisschen so aus. Hat doch gerade voll in ihn reingeworfen. Ja, das ist der Bruder, der hat Anti-Spray gegen die Teile. Voll. Opal. Nein, Gott. Auf. So. Nee, ich meine, da oben sieht das nicht ein bisschen so aus, als ob da was wäre. Nö, da ist nix. Oder es geht einfach nicht höher wieder. Warum... Warte, hä?
Ja, meine ich doch. Okay. Oh, du hast schon wieder viel zu wenig Zeit. Ich darf auch viel zu wenig Zeit haben. Warum darfst du zu wenig Zeit haben? Weil ich gut bin. Nicht so wie du. Ist ja gut langsam. Hate. Ja, ich bin ein... Du hast die ganzen Hacks gespielt, ich weiß. Ich muss übrigens sagen, herzlichen Glückwunsch zu 1000 Abonnenten, ne? Yay. Ja, danke. Das freut mich. Und zu 3 regelmäßigen Zuschauern. Blum. Ja, ich weiß, deshalb. Aber das Problem kenne ich ja selbst. Deshalb ist es ja so so Mittelteil. Wow, warte, ich will einfach nur in die Mitte. Nein. Aber ich probier's mal. Ich will auch so toll sein. Ja, geht doch. Du kannst es doch. Du musst es auch nur bis zur Mitte schaffen. Da ist schon das Secret Exit nachher, glaube ich. Wow, du wirfst schon, Bitch. Ja, wer ist einfach draufgesprungen? Hättest du ihn direkt getötet. Ich will ihn gar nicht töten. Hast du Fehler. Ich will vielleicht auch mal irgendwie hier das Gute in einem... Nein, schon gut. In Lakito auch noch. Wuhu, war hier irgendwas? Nö. Okay. Aber hier kann man zum Beispiel auch Leben machen, wenn man zu viel Zeit hat. Ein Koopa Shell und dann wirft er dir die ganze Zeit Sachen rein und kriegst du irgendwann ganz viel Leben. Ist doch auch schön. Das könnte man in der Tat machen, ja. Man könnte aber auch einfach in so einen Koopa reinspringen. Das war kein Koopa, das ist ein Stachy. Oder wie die auch mal heißen. Ja, man muss schon korrekt alles machen in der Welt von Mario. Nö. Warum nicht? Weil ich das sage. Aber Marios Welt hat doch auch ihre Sachen, die Sachen sein müssen. Ach, jetzt musst du da irgendwie hochkommen. Kannst du versuchen, ob du da drauf springen kannst mit Anlauf oder so. Müsste eigentlich gehen. Weil mit... Ja, guck mal. Du bist so gut, Piel. Du bist so toll. Boah, ist das eine der schlechtest verstecktesten... Secret Exits ever irgendwie, ne? Aber da kann man rechts runterfallen. Oh nein. Wenigstens etwas. Wenn man den Schlüssel nicht in die Hand nimmt, dann könnte das schon passieren. Das Level mache ich jetzt hier. Das ist toll. Hier werden die Yoshi-Coins zu schwer, glaube ich. Aber werden wir gleich sehen. Das ist sowieso das Allerneueste, dass wir jetzt wirklich alle einsammeln. Da kann man sogar an Yoshi-Coins, die man vorher nie beachtet hat. Weil, warum auch? Das ist schön, dass du das machst. Magst du das Level nicht? Wie gesagt, wenn man unten zu oft runterfallen kann. Der Hintergrund ist bloß auch so schön. Man darf sich nur auf den Hintergrund konzentrieren und dann... So, wo mag jetzt der letzte Yoshi-Coin sein? Ich hoffe mal da... Okay. Das ist ein seltsamer Wald. Der nächste ist jetzt bestimmt wieder unten oder so. Der nächste ist bestimmt hier. Das wäre böse. Und... Nein. Ich könnte nachgucken, aber wir wollen ja alles. Ich glaube, da oben war aber jetzt keiner, glaube ich. Da ist einer. Hey, da! Zum Glück hast du ein Cape. Ja, aber ohne Cape wäre es schwer, glaube ich. Richtig schwer. Ich bin mal gespannt, ob du bei 3, Mario Bros. 3, auch so das Fliegen magst. Da ist ein bisschen was anderes. Da musst du ja mit dem Schwanz wedeln. Das kann er ja. Sie meinten, das kann ich? Ja. Willst du es mal probieren oder willst du das andere Level gehen? Ich gehe da unten, damit ich dieses Scheiß-Level nicht spielen muss. Nee, damit ich verdeutlichen kann, wie wichtig Luigis Leben ist. Und wenn er nämlich den Weg nach oben zum Haus macht, ist es unwichtig. Juhu! Yay, oh, Blasen! Hier drinnen gab es auch ganz simples Secret Exit. Ganz simpel. Ah, ja, stimmt, muss man ja auch. Einfach nur in so eine Röhre rein, am Ende irgendwo. Ja, damals haben sie sich noch richtig angestrengt. Ja, komm mal her jetzt. So. Ja, damals hat man für sowas Yoshi! Damals hat man für sowas noch lange gesucht. Und heute geht man ja voll krankhaft in jede Röhre rein. Ja. Oh, da oben könnte ich? Nein. Ich da oben könntest Yoshi du erstmal deine Power-Ups verlieren. Das ist mir egal. Ich will meinen Yoshi haben. So. Brauche ich das? Nimmst du mit. Jo, das war ein schweres Rätsel für Yoshi. So. An Tod schmeißen. Ah ne, ein bisschen essen kann er auch. So, ich habe bloß Angst. Ich gehe mal den normalen Weg, oder? Und sammle alle ein. Und danach machen wir das andere. Groß, klein, weg, damit. Achso, warte. Sag mal Bescheid, wenn du irgendwie weißt, wo man reinkommt. Ich habe keine Ahnung, welche Röhre man hier rein muss. Das musst du gucken. Weißt du, dass man da eine Röhre am Ende irgendwo das Secret Exit bekommt? Und ich glaube, für das Secret Exit brauchst du sogar Yoshi. Ja, hat sich damit erledigt. Weil du halt mit Yoshis Zunge halt den Schlüssel aus dem Kasten herausholen musst, weißt du? Wie ein Goomba nicht kaputt geht. Ah ja, stimmt, ich erinnere mich, hast recht. Da gab's nachher auch noch ein Bowser's Belly, wie so ein Höhlenlevel, wo das so war. Die sind ganz schön widerstandsfähig, die Goombas geworden. Also,
Die können von unten angestupst werden. Sie fallen, gehen nur auf, fallen nur auf den Rücken. Wow. Nein, lass mich in Ruhe. Wer hat das eigentlich gemacht? Wieso werden die so? Naja. Das ist jetzt einfach so. Das ist modern. Wow. Das ist modern bei den coolen Kids. Ich kann sie nicht. Das so letzte Yoshi-Münze. Wehe, du tötest dich jetzt und stirbst. Ja, dann warte ich erstmal ab, bis die Bombe weg ist. So. Das ist Ziel. Ja, komm, scheiß drauf. So. Haben wir das schon mal? Wollte ich gleich mit Yoshi durchschauen. So, ich würde sagen, ich beende jetzt auch diesen Teil hier. Also nicht die Aufnahme, sondern nur diesen Teil. Nicht, dass ich gleich wieder traurig wird. Ich bin immer traurig. So, das war Teil, hast du nicht gesehen von Super Mario World. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.